herzlich willkommen auf Susis Cooking-Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bei mir gibt es heute ein Müsli. Und zwar mache ich das gerne selber, weil ich weiß, was ich drin habe. Und wir haben schon so viel gefragt, was ich weiß mache und was ich alles rein tue. Und jetzt lasse ich euch heute mal mit zuschauen. Ich lese euch jetzt einmal vor, was bei mir alles reinkommt. Da kann man aber auch wirklich jederzeit abwandeln. Ihr könnt Schokolade einmachen. Eigentlich alles, was ihr gerne habt. Ich lese euch jetzt vor, was ich reinmache. Und dann machen wir das miteinander. Bei mir kommen rein Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Agavensirup, Pflanzenöl, Salz, Zimt, Haferflocken und Kokoschips. Und wenn das wird dann alles gebräunt erst einmal im Ofen, dass das schöne Röstaromen kriegt. Und zum Schluss kommen dann noch dazu gepuffter Dinkel, gepuffter Quinoa, Sojaflocken und Cornflakes ungesüßte. Dann würde ich sagen, dann fangen wir mal an und dann zeige ich euch einmal, wie das bei mir abläuft. 100 Gramm Walnüsse, 75 Gramm Haselnüsse, 85, das macht, spielt überhaupt keine Rolle, ihr könnt auch Nüsse weglassen, wenn ihr es nicht wollt. Mandeln, die machen 75 Gramm. Genau, ja, ein bisschen mehr sogar. Machen wir rein. Das Ganze machen wir jetzt erst einmal ein bisschen klein. Nicht zu klein, dass wir schön noch was zum Beißen haben. Ich mache jetzt mal 5 Sekunden auf der Stufe 5 und dann schauen wir es uns einmal an. Vollkommen aus. Schaut mal, können Sie es sehen? Das passt. Soll ja nur ein Stück drin bleiben. So, und dann kommt jetzt auch schon das ganze Restliche rein, bis auf die Quinoa und Cornflakes, aber das seht ihr. Wir machen jetzt rein 45 Gramm Sonnenblumenkerne, 45 Gramm Kürbiskerne. Ich habe da immer gleich gern so einen Kernemix, den ich reinmache. Da sind gleich alle ein bisschen zusammen mit drin. Den gibt es von Seeberger. Machen wir da mal 90 bis 100 Gramm. Wie gesagt, so genau geht das wirklich nicht. Dann kommt Agavendicksaft. Ihr könnt genauso gerne einen Honig nehmen. Bleibt euch überlassen. Da mache ich jetzt rein 100 Gramm. Waage nicht vergessen. Ein bisschen Süße braucht es schon, weil sonst schmeckt es nämlich nichts. Dann kommt rein Pflanzenöl. Halt, das habe ich vergessen. Das sind 90 Gramm. Salz. Eine schöne Prise. Einen halben. Entschuldigung, einen halben bis eineinhalb Teelöffel Zimt. Bei mir gibt es eineinhalb, weil wir essen gern Zimt. Dann kommen jetzt auch schon Haferflocken dazu. Feine oder knusprige, je nachdem, ganz egal welches es macht. Wir haben jetzt immer die feinen. Das sind 400 Gramm. Topf wird ganz schön voll. Dann kommen jetzt noch Kokoschips dazu. Einen Moment. Vergessen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind so Kokoschips. Das sind keine Flocken, sondern ganze Chips. Die können auch zum Rösten dann mit rein, weil die dann einfach ein kurzes Aroma kriegen. Die Päckchen sind jetzt 100 Gramm. Das mache ich komplett mit rein. Und ich denke, und brauner Zucker. Der kann jetzt mit rein, den müsst ihr nicht machen. In meinem Rezept sind 40 bis 60 Gramm braunen Zucker.
Ich mache schon immer ein bisschen mit rein, ich mache meistens 40 Gramm mit rein. Und dann machen wir das eine Minute auf Stufe 3. Dann wir das vermischen. Mit Hilfe vom Spatel natürlich, weil der Topf, zeigen wir gleich einmal, ich glaube, ihr seht es nicht, der Topf ist jetzt wirklich schon gut voll, gut gefüllt. Da helfen wir jetzt mit dem Spatel ein bisschen nach. Eine Minute Stufe 3. Ihr könnt das aber genauso gut auch ohne Thermomix machen. Ihr braucht da nicht unbedingt was zum Vermischen. Ich vermische das jetzt einmal und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe es jetzt eine Minute vermischt. Das Ganze geben wir jetzt auf ein Backblech. Ihr könnt es auf zwei Backbleche geben. Ich bin jetzt halt faul und mache es auf einen. Dann kommt es bei 30 Minuten, für 30 Minuten bei 150, 160 Grad im Backofen. Ich werde das alle 5 Minuten einmal richtig umrühren, umwälzen, dass das auch gleichmäßig schön gebräunt ist. Und wenn die halbe Stunde nicht ausreicht, dann geben wir einfach nur dazu. Aber normalerweise bin ich jetzt immer mit einer halben Stunde gut hingekommen. Jetzt verteilen wir schön. Ich gebe jetzt zusätzlich nochmal Kokosflocken, Kokoschips mit rein, dass die größer bleiben. Ich nehme das ganze Backen, ich habe jetzt immer zwei drin gehabt und das war recht gut. Und die schmecken richtig lecker, wenn die dann so angeröstet sind. Ich gebe es jetzt rein im Ofen, 150, 160 Grad, schaut ein bisschen rein. Und da ist alle 5 Minuten ein bisschen verteilen, einfach das Gleis nicht gleichmäßig bräunt. Okay, ich zeige es euch, wenn ich es fertig habe. So, jetzt schaut mal, mein Müsli war jetzt wirklich eine halbe Stunde, hat mir total ausgereicht. Und das hat jetzt richtig schöne Röstaromen gekriegt. So soll das auf jeden Fall ausschauen. Das lassen wir jetzt ganz abkühlen. Und wenn das ganz abgekühlt ist, dann hole ich euch wieder dazu und dann tun wir unsere Sojaflocken, unseren Quinoa, unseren Puffreis, egal was ihr dazu haben wollt, das tun wir dann dazu mischen und dann zeige ich es euch nochmal. Mein Müsli ist jetzt abgekühlt, mein Grundstock vom Müsli. Ich habe es mir jetzt in eine große Schüssel gefüllt, macht das am besten auch. Und jetzt, wie gesagt, jetzt macht man rein, ganz nach eurem Belieben. Bei mir kommt jetzt nur ein Rest Sultaninen rein. Dann kommt eine Packung Cranberries rein. Dann habe ich Dinkel Haferflakes von Köln. Da kommt einfach rein. Dann habe ich Quinoa gepufft. Ihr müsst auch gar nicht so viel reinmachen. Ihr könnt auch bloß Cornflakes reinmachen. Ganz nach eurem Belieben. Ich habe halt nicht so viel da, weil wir eigentlich regelmäßig das Müsli machen. Gepufften Dinkel. Schmeckt übrigens sehr, sehr lecker. Schmeckt fast wie Puffreis. So, im Endeffekt Puffreis geklebt wird immer besser. Dann habe ich immer gern Sojaflocken drin. Das gibt es bei uns. Ich hole das alles, ich nicht einmal in der Drogerie. Bei uns gibt es das wirklich alles im Globus Lebensmittelmarkt. Das kriegt es überall. Und dann eben noch Cornflakes ohne Zucker. Da machen wir auch eine Ladung rein. Dann schüttel ich mir das immer mal durch. Der Vorführeffekt wäre ja eigentlich, dass der Deckel aufgeht. Schau mal, wie es mir von der Menge, von der Portionierung, von den Sachen gefällt. Da gibt es zum Beispiel ein bisschen was an Cornflakes rein. Ich werde euch da echt keine Mengenangaben machen, weil das müsst ihr selber schauen, was ihr rein haben wollt und wie viel ihr rein haben wollt. Macht das ganz nach euren Bedürfnissen. Schaut doch, das sieht ganz lecker aus.
Also schöner und frischer kann man sein Müsli nicht machen. Ich fülle mir das jetzt ab. Ich zeige euch dann gleich nochmal, in was für schönes Glas ich mir das reinfülle. Ja, bis gleich. So, schaut's her. Das ist genau ein Glas voll geworden. Da kommt mein Müsli immer rein. Schaut's her, seht ihr es? Also das ist richtig lecker, probiert es ruhig einmal aus. Wie gesagt, ich sage jetzt nicht mehr, was du alles reden kannst, von Aprikosen über ach, alles. Alles, was du einfach gern isst. Getrocknete Bananen, Chips etc. etc. Lasst es euch schmecken und halt es wieder. Fragt mir bitte nicht, wie lange das hält, weil wir haben das, oh Gott, 3-4 Wochen locker schon gehabt. Meistens wird es aber gar nicht so alt, weil wenn das da ist, isst meine Mama meistens nichts anderes zum Frühstück. Vielen Dank fürs Zuschauen. Probiert es aus. Schreibt es mir ruhig in die Kommentare, ob es euch geschmeckt hat oder ob ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt. Ich hoffe, ihr habt Spaß gemacht. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen und pfiat euch. Bis bald, euer Susi.